Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Littera. Heute mit wieder was ganz Besonderes gezeigt, und zwar ein Harry Potter Special. Ich war nämlich wieder unterwegs und habe mir was gegönnt. Ein Harry Potter Schatz, der neu erschienen ist. Ein Bildband über die magischen Wesen in dem Film, leider nicht über die Wesen in den ganzen Büchern, das wäre noch ein bisschen mehr gewesen. Aber trotzdem sehr schön, zeige ich euch gleich. Ja, ich habe uns, damit wir so ein bisschen in die Stimmung reinkommen, den Soundtrack im Hintergrund angemacht und habe mich auch passend gekleidet. Mein Lieblingspulli mit dem Zeichen der Heiligtümer des Todes drauf. Habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen, da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Es ist auch nicht nur das Zeichen, denn die Linien sind aus den Schriftzügen geformt, die in den Märchen vorkommen. Und zwar einmal hier der unsichtbar machende Tarnumhang ist halt einmal beschrieben, wo der Tod den einen Bruder den Umhang gibt. Genauso mit dem Stein der Auferstehung und mit dem Elderstab. Ja, und da ich total der Harry Potter Fan bin, wie man jetzt wahrscheinlich schon merkt, ist meine absoluten Lieblingsbücher, dachte ich, wenn ich da schon dieses eine Buch vorstelle, stelle ich euch meine gesamte Harry Potter Sammlung vor. Wird ja ganz gut passen. Ja, und dann fange ich mit dem neuen an. Und zwar ist es dieses wunderbare Werk, Harry Potter, die Welt der magischen Wesen, ist der Titel. Ist vom Panini Verlag für 39,90 €. Ja, es sieht einfach toll aus, dieses dunkelviolett mit dem noch dunkleren abgesetzten magischen Wesen und dazu im Kontrast dieses glänzende Gold, wo auch hier Ranken dazwischen sind. Also eine richtig tolle Ausgabe, ein super, super Hingucker. Ja, und für 39,90 €, finde ich, kann man nichts sagen. Ja, ich kann euch ja mal sagen, wie das so aufgebaut ist. Eingeteilt ist es in die Waldwesen, wie zum Beispiel Akromantula oder Einhörner, in die Seewesen wie Grindelos zum Beispiel oder Himmelswesen gibt es da, die Drachen, ungebetene Gäste wie zum Beispiel die Gnome oder die Gestaltwandler, Animagus zum Beispiel oder Werwolf. Dann gibt es die Arbeitswelt, wo Hauselfen und Posteulen aufgeführt sind. Und natürlich auch die dunklen Gestalten wie Basilisk und Dementor. Und auch ein sehr schönes Kapitel sind die Gefährten, wo auch die einzelnen Charaktere aufgezeigt sind, wie Hedwig, Kretze oder Krummbein, aber auch Nagini und Forks. Ja, und ganz zum Schluss werden nochmal unter dem Gewächshaus die bekannten und magischen Pflanzen aufgezählt, die halt auch eine wichtige Rolle spielen in den Filmen und Büchern. Ja, dann möchte ich euch noch mal ein bisschen was zeigen. Aus dem Buch. Hier haben wir zum Beispiel etwas über Seidenschnabel, den Hippogreif. Es ist halt immer so aufgebaut, dass viele Zeichnungen und viele Bilder vorkommen und erstmal erklärt wird, was das überhaupt für ein Wesen ist. Leider kommen auch sehr viele Informationen drin vor, die ich nicht so sehr schätze. Das sind immer diese Making-ofs und hinter den Kulissen. Es ist sicherlich sehr interessant, aber ich finde, es macht immer ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Weil man wird einfach mit der Nase drauf gestoßen, das ist nicht echt, das ist alles nur gefaked. Und das finde ich schade. Ich hätte ein bisschen mehr Inhaltliches noch gewusst. Klar, man weiß das alles, aber um dann nochmal ein bisschen in diese Welt hinein sich zu vertiefen, das wäre schön gewesen. Aber so habe ich mich jetzt halt ein bisschen geärgert, aber die Bilder und die Zeichnungen, die machen das wieder wett. Genauso wie der Steckbrief, es gibt halt immer einen zu jedem Wesen einen Steckbrief, wo sie, in welchen Filmen sie vorgekommen sind und was ich auch sehr schön finde, wie sie im Buch beschrieben wurde. Das sind dann immer so kleine Zitate. Mal gucken, ob ich eins finde. Hier zum Beispiel bei Seidenschnabel ist das Zitat:
Wenn man einmal den ersten Schreck angesichts einer Kreatur überwunden hatte, die halb Pferd, halb Vogel war, lernte man den Anblick der Hippogreife zu schätzen, deren schimmerndes Gefieder allmählich im Fell überging. Ja, und es gibt auch noch mal ab und zu Zitate aus dem Film, die auch mit aufgeführt werden. Ja, hier auch die Testrale, auch tolle Wesen, wie ich finde. Ein bisschen, dann sind natürlich auch die Drachen aufgeführt, auch die verschiedenen Arten. Was ich süß fand, war, mal gucken, ob ich es jetzt finde, genau, der norwegische Stachelbuckel, hier Norbert, sehr süß. Aber natürlich auch der ungarische Hornschwanz, gegen den Harry antreten musste beim Trimagischen Turnier. Die Animagi haben wir hier. So, mal gucken, ob ich jetzt finde. Was ich sehr schön fand, war bei den Eulen. Da gibt es, ist hier noch so ein kleines Heftchen bei. Da sind noch die ganzen Fotos von den Arten, Eulenarten drin. Das fand ich ein sehr süßes Zugabe. Und bei den Gefährten ganz hinten, das ist ein schöner Zusatz. Und zwar sind ja auch viele Szenen gedreht worden, die dann gar nicht in den Film hineingenommen wurden. So ist es zum Beispiel bei der Eule Pig, die Ron ja von Harry geschenkt bekommt am Ende des vierten. Und hier ist, die wurde halt auch abgefilmt. Das ist diese süße kleine Eule hier. Und die wurde hier auch mit aufgenommen, obwohl sie im Film gar nicht drin vorkommt. Das fand ich eine tolle Sache. Ja, zum Schluss hier auch nochmal die Alraune bei den Pflanzen. Ja, insgesamt sehr interessant und mittlerweile bin ich jetzt auch ein bisschen drüber hinweg, dass da nicht so die Informationen drin sind, die ich gerne hätte. Also ich bereue es nicht. Es ist eine sehr schöne Ausgabe. So. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinen Harry Potter Ausgaben. Natürlich erstmal die Grundausgabe, die deutsche Kinderbuchausgabe im Carlsen Verlag erschienen. Gebunden habe ich sie hier. Ist wahrscheinlich für euch nichts Neues, aber ich zeige sie einmal schnell durch. Das ist einmal Band 1, Stein der Weisen. Band 2, die Kammer des Schreckens. Band 3, der Gefangene von Azkaban. Das ist einer meiner Lieblingsbände, wenn man jetzt fragen würde, was ist mein favorisiertes Buch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Beste ist, aber es ist einer der schönsten, weil ich finde, da kommt Sirius drin vor und ist mal nicht nur Voldemort im Finale, sondern halt auch mal was anderes. Band 4, der Feuerkelch. Bei dem finde ich das halt auch mal schön, da wird auch ein bisschen der Alltag aufgebrochen mit dem Turnier, obwohl ich das immer schade fand, weil gerade dieser Alltag ist ja in den Harry Potter Büchern so toll, diese Zauberlandschaft und das fand ich halt immer besonders schön, wenn der Alltag in der Schule beschrieben wurde. Das war hier jetzt halt ein bisschen anders durch das Trimagische Turnier. Aber trotzdem eine tolle Idee. Also jedes Buch hat irgendwie sein Besonderes. Hier der dickste Teil, Band 5, der Orden des Phönix, 1024 Seiten. Und ich weiß noch, beim Band 6, als ich den da gesehen habe, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass der jetzt wieder so dünn ist, in Anführungszeichen, weil von 1 bis 5 haben die sich immer gesteigert mit der Seitenzahl. Und bei Band 6 ging es dann wieder zurück. Aber Band 7 ist dann wieder ordentlich dick, also über um die 700 Seiten. Ja, dann sind wir auch durch mit dieser Ausgabe. Ja, und da das meine Lieblingsbücher sind, dachte ich, muss sie auch mal im Original lesen, also im Englischen. Habe mich dann auf die Suche begeben nach einer Ausgabe. Bin eigentlich nicht so der Englischleser, aber bei der Reihe dachte ich mal doch, das möchtest du im Original lesen. Und ich habe eine gefunden. Das ist jetzt nicht die Kinderbuchausgabe, sondern die Erwachsenen. Aber ich fand die Cover so schön, das musste ich unbedingt haben. Ich zeige sie euch einmal. Das ist hier zum Beispiel Band 1. Also total schöner Kontrast mit dem Schwarz und der goldenen Aufschrift und dann dieser rote leuchtende Stein der Weisen.
Und dann haben wir hier Band 2, wo man den Eingang der Kammer, zur Kammer des Schreckens sieht. Band 3, Gefangene von Azkaban, hier sieht man das Gefängnis Azkaban. Band 4, Goblet of Fire, das finde ich ein bisschen mickrig, da hätten sie den Feuerkelch schon ein bisschen größer und pompöser machen können. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Band 5, der Orden des Phönix. Das ist einer meiner Favoriten mit die Cover, dies, das Buch vom Halbblutprinz. Dieses zerfledderte Zaubertrankbuch, was Harry immer benutzt. Und der letzte Band, die Heiligtümer des Todes. Hier sieht man halt die, das Amulett von Slytherin. Ja, also das war's zu der englischen Ausgabe. Dann gibt es ja noch Zusatzbücher, die J.K. Rowling rausgebracht hat. Und es gibt natürlich auch welche, die von ihr nicht autorisiert wurden, die von anderen gemacht worden sind, weil das Thema halt in dem Moment in war. Da habe ich zum Beispiel dieses hier, das Zaubererhandbuch zu Harry Potter. Von A bis Z sind alle so Stichworte angegeben, ob es nun ein Fluch ist, was ist ein Fluch oder ein Amulett, was ist ein Zentaur. Also auch die Wesen sind aufgezählt. War eigentlich eine ganz nette Geschichte, das wirklich mal durchzulesen. Ja, dann kommen wir zu den Ausgaben von J.K. Rowling. Da haben wir natürlich einmal das Buch, was nächstes Jahr verfilmt sein soll oder wird, zu den Autor von Newt Scamander. Also der Autor heißt Newt Scamander und der Titel heißt Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, sind halt auch kleine Anmerkungen von Harry Potter oder Ron Weasley reingekritzelt, ein Vorwort von Albus Dumbledore, also ein sehr süßes Buch. Hätte vielleicht ein bisschen dicker sein können, aber im Grunde eine tolle Sache. Diese Ausgaben gibt es so nicht mehr, gibt es jetzt als Taschenbuch im Carlsen Verlag. Bin ich ganz froh, dass ich die so noch erwischt habe. Und passend dazu Quidditch im Wandel der Zeiten. Halt alles über Quidditch, wie funktioniert es, was ist die Geschichte, wer hat es erfunden und was gibt es für Mannschaften. Ja, und als letztes noch zu den Zusatzbüchern haben wir hier die Märchen von Bibel den Baden, wo auch das Märchen zu den Heiligtümern des Todes drin ist. Und ja, diese Märchen sind für Zauberer halt die Klassiker, wie für uns ja, Märchen der Gebrüder Grimm sind. Da finde ich das Cover jetzt nicht ganz so gelungen, aber dafür, wenn man es hier abmacht, ist das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das sieht schon mehr so ein bisschen nach tollen Märchenbuch aus. Aber ich habe das dran gelassen, weil es gehört ja nun auch dazu. Gut. Ja, als ich habe ein halbjähriges Carlsen-Praktikum gemacht und da habe ich ein ganz tolles Buch bekommen, das nicht im Verkauf ist. Das sind hier die Illustrationen zu Harry Potter von Sabine Wilhelm. Ja, ich glaube, es ist nicht im Verkauf, es hat keine ISBN. Und es sind halt noch ein paar Anmerkungen dazu. Aber da bin ich sehr glücklich, dass ich das erhascht habe und mitnehmen durfte. Es war eine sehr schöne Zeit bei Carlsen, muss ich sagen. Zu. Ja, und den Soundtrack, den wir im Hintergrund hören, kann ich euch auch nochmal zeigen. Das ist dieser hier. Das ist das beste, also Best of Soundtrack vom Film 1 bis 5.
Ja, und das zum Schluss habe ich mir das Beste aufbewahrt, aber ich sehe, eins habe ich hier noch, ein Lesezeichen, beziehungsweise kann man als Lesezeichen benutzen, ist aber so ein Türschild. Wenn man nämlich gerade Harry Potter liest, kann man das schön ranhängen. Da steht zum Beispiel drauf, nicht stören, werde gerade in Hogwarts gebraucht. Oder wenn man es umdreht, steht da, lass mich in Ruhe, lese gerade, du weißt schon was. Fand ich so süß, dass ich das auch unbedingt haben musste. So, ja, und jetzt kommen wir zu dem Besten zum Schluss. Ich habe nämlich noch eine Ausgabe von den Harry Potter Romanen. Das ist ja eigentlich nicht notwendig, aber die ist relativ neu rausgekommen vom Carlsen Verlag, ein Taschenbuchschuber. Und ich habe mich sofort in ihn verliebt. Kann ich den ja mal zeigen. Das ist dieser hier. Es war auch zur Zeit, als ich das Praktikum bei Carlsen gemacht habe und da habe ich überlegt, soll ich mir den kaufen oder nicht? Und war mir aber so unsicher, weil ich habe ja nun mal eigentlich schon, die deutsche Ausgabe. Habe sie aber dann tatsächlich zum Abschied bekommen bei Carlsen. Ich habe mich so riesig gefreut und freue mich immer noch, weil es einfach so was Besonderes ist. Hier auf den Covern sieht man, auf den Buchrücken sieht man die 7 Horcruxe. Hier einmal Harry Potter selbst mit dem Blitz angedeutet. Dann das Tagebuch von Tom Riddle. Hier muss ich einmal gucken, was ist. Ach, das ist der Ring von Slytherin. Das Amulett von Slytherin. Dann die Schlange Nagini. Das Diadem von Ravenclaw. Und der Becher von Hufflepuff. Ja. Also alleine das ist schon schön. Jetzt nehme ich sie einzeln nochmal raus, um euch die zu zeigen. So. Weil da ist nämlich noch eine Besonderheit. Also einmal hier das Cover zum ersten Buch, das ist das Schachbrett. Und ein Besen und der sprechende Hut und ein Schnatz. Aber jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Und zwar ist es der Buchschnitt. So erkennt man erstmal noch nichts, es ist ziemlich viel Kauderwelsch. Aber wenn man hier so ein bisschen das so runterbiegt, sieht man, kann man lesen, Wingardium. Und wenn man es hochbiegt, Leviosa. Also sind auf dem Buchschnitt für die verschiedenen Zaubersprüche aus Harry Potter. Ich meine, wie geil ist das denn? Also richtig toll. Diese Ausgabe gibt es noch. Ich weiß allerdings nicht, ob bei jedem hier dieser Schriftzug drauf ist. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja, dann zeige ich euch jetzt auch nochmal alle durch. Das ist hier Band 2. Kammer des Schreckens. Da haben wir hier einmal Lumos. Und wenn man es hochbiegt, Nox. Dann kommen wir zu Band 3. Da sieht man die Tasse, wo da die Figur von Grimm zu sehen ist. Hier an der Seite haben wir den Zauberspruch Expecto Patronum. Band 4, der Feuerkelch. Da haben wir den Zauberspruch Priori Incantatem. Band 5, der Orden des Phönix. Da haben wir den Zauberspruch Ligilimens und Protego. Dann der Halbblutprinz, hier mit einem schönen Kessel. Und so ein paar Flaschen mit Zaubertränken. Da haben wir den unverzeihlichen Fluch Avada Kedavra. Und der letzte, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Da sind nochmal die anderen 2 unverzeihlichen Flüche. Einmal Crucio und Imperio. Ja, noch sind sie ungelesen, aber ich habe vor, sie auf jeden Fall nochmal zu lesen demnächst und sie dann
ja, gelesen ins Regal zu stellen. Ja, jetzt bin ich durch, habe euch alles gezeigt, alle Ausgaben von Harry Potter. Ich würde mich natürlich interessieren, ob ihr auch so ein Harry Potter-Fan seid, was ihr für Ausgaben habt und was ihr von den Filmen haltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir so ein bisschen in Harry Potter-Feeling zu schwelgen. Und ihr freut euch doch bestimmt auch genauso wie ich auf den nächsten Film, der im Jahr 2016 erscheinen soll. Ja, das alles würde mich interessieren und hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss!